Gute Aktien zu finden ist gar nicht so einfach. James O'Shaughnessy hat hier ein super System entwickelt und mein heutiger Gast Michael Seibold arbeitet mit diesem System. Er erläutert uns, wie es funktioniert und wie er gute und attraktive Aktien herausfindet und welche Aktien bei diesem Screening rausfallen. Herzlich willkommen zum neuen Video von Finanzgeschichten.com. Mein Name ist Matthias Schmidt und auf diesem Kanal geht es um eure Finanzen. Und ich habe mir heute wieder einen Gast geholt, nämlich Michael Seibold, den Medikus der Finanzen. Und wir möchten heute über die Königsbewertung an Wall Street sprechen. Zunächst mal hallo Michael und vielleicht mal ein paar Worte über dich für alle, die dich noch nicht kennen. Ja, hallo Matthias, vielen Dank für deine Einladung. Mein Name ist Michael Seibold. Mein Blog heißt Medikus der Finanzen. Also ich führe einen Finanzblog, schreibe auch regelmäßig Aktienanalysen für die Firma TraderFox. Und beschäftige mich seit einigen Jahren intensiver mit der Börse und versuche auch andere Menschen dazu zu animieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und eben selbstständig ihre Finanzen zu managen. Das ist mein Hauptziel. Und wie bist du auf das Thema jetzt gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, dass eben diese Königsbewertung, woher kommt dieser ganze Gedanke? Also die Königsbewertung an der Wall Street, da geht es genauer genommen um das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Wenn man das mit der relativen Stärke einer Aktie kombiniert, und dazu gebracht hat mich das Buch von James O'Shaughnessy, What Works on Wall Street. O'Shaughnessy ist ein Fondsmanager, ein Bekannter, der in der quantitativen Analyse sich damit beschäftigt, regelmäßig und auch eigenes Research macht. Und der hat auch in den letzten 40, 50 Jahren hat der alle möglichen Dinge miteinander kombiniert und hat herausgefunden, dass Aktien mit hohem Kurs-Umsatz-Verhältnis regelmäßig eigentlich den Markt underperformen und Aktien mit niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnissen eben in Kombination mit Momentum den Markt outperformen können. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen, erklären wir mal die beiden Punkte, um die es geht. Also mal für Einsteiger, was ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis? Wie berechne ich das Ganze? Also das Kurs-Umsatz-Verhältnis widerspiegelt immer den aktuellen Börsenwert, also die Marktkapitalisierung eines Unternehmens, ins Verhältnis zum Umsatz eines Unternehmens. Beispiel, ich habe ein Unternehmen, das an der Börse 30 Milliarden Euro wert ist. Das Unternehmen macht 1 Milliarde Jahresumsatz, also habe ich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 30. Gut, das war jetzt der eine Teil, das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Das zweite ist die relative Stärke. Was ist relative Stärke und wie misst man die? Also es gibt einen relativen Stärkeindex und das ist ein Momentum-Indikator. Und da geht es um die Geschwindigkeit und auch um die Größe der gerichteten Preisbewegung. Das heißt, es geht um das Verhältnis der Aufwärtsbewegung, also der Aufwärtsschlusskurse ins Verhältnis gesetzt zu den Abwärtsschlusskursen. Also ich nehme einen x-beliebigen Zeitraum und kombiniere dann immer diese Schlusskurse, die quasi positiv waren, also im Vergleich von heute zu gestern und dann im Vergleich andersrum. Also wenn die Werte heute niedriger waren wie gestern, dann ist es eben ein Abwärtsschlusskurs und wenn die Werte heute größer waren wie gestern, dann ist es ein Aufwärtsschlusskurs. Und es geht um die Differenz. Und der Wert quasi, also dieser RSI, der bewegt sich immer zwischen 0 und 100. Und je weiter der nach oben kommt, also zum Beispiel, indem er sich 100 annähert, spricht man halt von übergekauft. Und wenn er halt quasi Werte zum Beispiel unter 20, unter 30 hat, dann spricht man von überverkauft. Also da geht es quasi darum, um herauszufinden, ob jetzt ein Wert überkauft oder überverkauft ist. Okay. Also zu Übertreibungen quasi führt der Markt. Und für die Strategie werden hier, also beim KOV, werden Werte angenommen, die dann ein niedriges KOV haben? Und beim RSI, welche Werte werden da genommen? Ja, also beim Kursumsatzverhältnis
Hat er verschiedene Ansätze. Ich habe jetzt bei ihm das gefunden, dass er Werte nimmt, die ein Kursumsatzverhältnis unter 1,5 nimmt. Und beim relativen Stärke schaut er sich dann, also wenn er erstmal nach gewissen Kriterien gefiltert hat, also fundamental gefiltert hat, dann schaut er sich nochmal beim RSI die 50 stärksten Aktien seines Filtersystems an. Also er schaut erst auf die Fundamentals und dann schaut er sich an, welche von diesen haben noch die beste relative Stärke. Weil es einfach so ist, Aktien, die im Aufwärtstrend sind, ist einfach die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie weiter nach oben laufen und umgekehrt. Okay, also er sucht quasi Werte, die noch günstig sind fundamental, die aber gerade an Fahrt gewinnen. Also das Ganze gibt von der Logik her, ja, hat eine gewisse Logik, sage ich mal. Hast du ein Tool, wo man das Ganze mit anschauen kann? Und da würden wir uns einfach mal ein paar Werte anschauen, würde ich sagen. Also ich habe das Ganze auf dem Aktienterminal von TraderFox, weil ich eben auch für die schreibe. Deswegen nutze ich auch die Software. Ich habe jetzt einfach mal im amerikanischen, im deutschen, europäischen Markt habe ich ein Screening durchgeführt aktuell nach den Kriterien von James O'Shaughnessy. Er nimmt auch noch zusätzlich zu dem niedrigen Kursumsatzverhältnis nimmt er noch ein Gewinnwachstum in den letzten 5 Jahren mit an. Also das heißt, jedes Unternehmen muss in den letzten 5 Jahren ein durchschnittliches Gewinnwachstum nachweisen. Und ich habe zusätzlich einfach jetzt ein bisschen individuell noch angepasst, die relative Stärke muss größer 80 sein und die relative Stärke innerhalb der Branche. Also ich will dann auch noch die Firmen haben, die innerhalb der Branche die stärksten sind, soll eben auch noch 80 von 100 mindestens sein. Und eine bekannte Aktie im deutschen Bereich wäre jetzt die Deutsche Post, die ich da aktuell gefunden hätte. Im amerikanischen Markt kennt vielleicht auch der ein oder andere Zuschauer, wäre die Target Corporation. Das ist ein Einzelhandelsunternehmen in den USA, also eine der bekanntesten Kaufhausketten mit knapp 1800 Geschäften, die relativ günstig noch bewertet sind. Allerdings muss man natürlich auch immer die Branche mit einbeziehen. Also ich kann jetzt ein Softwareunternehmen nicht mit einem Einzelhandelsunternehmen vergleichen. Ja, ist klar. Da haben wir ja tendenziell quasi wesentlich höhere KUVs, weil wir natürlich auch deutlich höhere Margen haben. Also genau. Kann man eigentlich sagen, ja, wie wendest du das Ganze jetzt an? Wie wendest du diese Königsbewertung an? Also mir geht es darum, immer wieder aktuelle Aktien zu finden, die ich einfach noch nie gekannt habe. Ansonsten kenne ich ja immer nur die großen Aktien, die im DAX sind, im Dow Jones, im S&P 500, die bereits jeder kennt. Und es geht auch mal darum, Unternehmen kennenzulernen, die sich in mittlerer Marktgröße befinden, die auch noch das Potenzial dann eben haben, sich zu vervielfachen. Und das zumindest hat er das auch in den letzten Jahrzehnten bewiesen, dass James O'Shaughnessy hat mit seiner Strategie, mit seiner Wachstumsstrategie zum Beispiel, hat er den entsprechenden Index, bei ihm war es der Russell 2000, hat er mit dem Faktor 4 innerhalb von 10 Jahren zum Beispiel geschlagen. Oder er hat auch zwischen 1954 und 1996 hat er dann seine Strategie, hat ein Screening aufgestellt und da hat er eben seine Wachstums- und Value-Strategie kombiniert. Also er will immer beide Strategien kombinieren, weil er sagt, wenn die Wachstumsstrategie läuft, dann läuft die Value meistens nicht so gut und umgekehrt. Also er will einfach sein Risiko begrenzen. Und auch innerhalb diesem Zeitraum, da sprechen wir jetzt auch von über 40 Jahren, kam dann eine jährliche Rendite bei ihm von 17% raus. Und der S&P 500 zum Beispiel hat in dem Zeitraum 11,5% Rendite jährlich erzielt. Also er hat auch wieder um 6% im Schnitt geschlagen. Auf so lange Zeit ist das dann auch enorm, was dann dabei mehr rauskommt. Also es geht ihm quasi darum, sein Risiko zu reduzieren, einerseits, und auch nicht hochbewertete Aktien zu kaufen, was man ja aktuell bei vielen Menschen auch sieht, die sich jetzt erst seit kurzem mit der Börse beschäftigen, dass sie auf diesen Zug aufspringen, Aktien kaufen, die KUVs von 40, 50 haben und da wird über früher oder später eine Korrektur kommen. Okay, ja, weil im Prinzip einfach die Bewertung schon extrem viel vom zukünftigen Wachstum natürlich enthält. Also das heißt, die Unternehmen müssen dann auch erstmal liefern und
ja, ob das so kommt, ist eine andere Geschichte. Während die Strategie ja eigentlich darauf aufbaut, man sucht Unternehmen, die noch günstig bewertet sind, aber wo sich was tut. Und wie du sagst, das Ganze ist jetzt ein Schritt, um mal vorzuselektieren. Und dann gehst du im weiteren Schritt vor und schaust dir die Unternehmen dann im Detail an? Genau, also ich gehe eigentlich immer auch bei meiner Aktienanalyse, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel schreibe, gehe ich immer so vor, ich schaue mir das Unternehmen an, meistens dann auf der Homepage von dem Unternehmen. Ich schaue dann auch bei Investor Relations, schaue ich mir die Bilanz an, auch in den letzten Jahren, also nicht nur in den letzten 12 Monaten, sondern schaue auch, wie war das in den letzten 5, 10 Jahren. Dann schaue ich mir die Produkte an, soweit ich halt das beurteilen überhaupt kann. Also am besten beschäftigt man sich halt mit Aktien, wo man auch selber ein bisschen Ahnung von dem Thema hat, weil ansonsten muss man halt auch immer das glauben, was einem da vorgegeben wird. Also da hat jeder so seine eigenen Branchen, wo er sich auch vielleicht beruflich damit beschäftigt. Das ist ganz wichtig, dass man nicht sich nur mit Branchen beschäftigt, wo man überhaupt sich nicht auskennt, nur weil die jetzt vielleicht ein tolles Wachstum aufweisen. Aber das kann ich halt dann auch schlecht beurteilen. Es gibt halt immer Branchen, die einfacher zu beurteilen sind. Zum Beispiel im Einzelhandelsbereich, also Procter & Gamble, solche Firmen sind immer einfacher zu beurteilen wie jetzt ein rasant wachsendes Technologieunternehmen, wo ich mich einfach vielleicht innerhalb der Branche nicht auskenne. Wir sehen jetzt, also von den knapp 3600 werden, glaube ich, das in deinem Screener waren, sind gerade mal 38 oder so noch übrig geblieben. Ich denke, vielleicht können wir auch das PDF nachher oder das Ganze, die Liste als PDF den Zuschauern zur Verfügung stellen. Dann kann sich jeder mal da durchschauen, welche Werte es sind. Und es ist ja manchmal interessant, wenn man einen Wert nicht kennt, einfach mal nachschauen, was macht der. Vielleicht auch eine Begründung finden, warum ist das KOV niedrig. Also wenn wir zum Beispiel sehen, klar, ein Einzelhändler rutscht dort eher rein als ein Softwareunternehmen jetzt. Die Frage ist, inwieweit soll man die Werte dann branchenabhängig auch noch anpassen? Weil also zum Beispiel bei Software wäre es ja zum Beispiel sinnvoll, ein deutlich höheres KOV zu nehmen, um innerhalb der Softwarebranche dann die günstigen Sachen zu finden. Also bei Softwareunternehmen würde ich immer diese sogenannte Rule of 40 hernehmen, um ein Softwareunternehmen zu analysieren. Also da nimmt man immer einerseits, welches Wachstum weist das Unternehmen auf, also Umsatzwachstum, und dann im Verhältnis auch zum Cashflow. Mhm. Also das heißt, ich habe jetzt ein Unternehmen, das hat 80% Umsatzwachstum, dann darf das eben auch noch einen negativen Cashflow haben, weil ich muss quasi einen Wert von 40 mindestens haben, damit ich ein gutes Wachstumsunternehmen habe. Also da gibt es einfach bei Software-Wachstumsunternehmen gibt es noch ein bisschen andere Kriterien, wie jetzt was James O'Shaughnessy macht. Da geht es einmal grundsätzlich um eine Strategie überhaupt zu haben, weil er einfach davon ausgeht, dass menschliche Entscheidungsfindung meist fehlerhaft und unzuverlässig ist. Also er will ein Screening-Modell haben, wo er einfach rein nach Zahlen und nach Fundamentals und in Kombination mit technischer Analyse will er einfach Werte haben, weil er sagt, der Mensch ist dazu alleine nicht immer fähig, rational zu entscheiden. Also um das geht es da. Und wie erfolgt der Ausstieg bei ihm dann? Nach welchen Regeln? Hat er da auch welche definiert? Oder? Ja, er schaut sich immer, soweit ich das richtig weiß, er schaut sich immer einmal im Jahr das Depot an und schaut einfach dann, screent das Ganze nochmal und schaut dann, ob die Aktien die Kriterien noch erfüllen und tauscht sie halt, wenn nicht, mehr aus. Also okay. Gegenüber Aktien, die halt dann wieder bessere Bewertungen haben. Also doch durchaus eine etwas längerfristig angelegte Geschichte. Da geht es rein um langfristiges Investieren, ja. Also einmal im Jahr schaut er drauf, das ist eine Investmentstrategie, das hat jetzt nichts mit hin und her zu tun. Und es ist auch für die meisten Anleger die bessere Methode als ständiges Kaufen und Verkaufen. Er hat da auch so ein tolles Zitat gesagt, dass quasi Angst, Gier und Hoffnung mehr Kapital vernichtet haben bisher als jede Rezession oder als jede Depression. Also das heißt eigentlich alles, weil die Emotionen ja in der Börse eine sehr, sehr große Rolle immer spielen. Ja, und toll. Es nur schwierig ist, das auszuschalten. Tolles Schlusswort. Also schaut euch das Ganze mal an. Schaut wirklich auf Kennzahlen, auf vernünftig bewertete Unternehmen, die Momentum bekommen. Wir verlinken die Liste unten dann. Ich sage herzlichen Dank, Michael.
Ich möchte noch hinweisen auf den Blog und auf dein Instagram-Profil. Das Ganze verlinken wir auch unten. Schaut mal vorbei, dort findet ihr interessante Inhalte. Und ja, schaut die Werte mal durch, schaut die Liste durch. Dort werdet ihr vielleicht einen oder anderen interessanten Wert finden. Und ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Video. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Ciao.